Johannes Tinius Bö. Drei Fehler im letzten stehenden Anschlag. Da hat er doch ordentlich Tribut zollen müssen, offensichtlich dieser Strecke hier. Boah, knapp 7 Minuten ist sein Rückstand jetzt schon. Er hat es richtig weit nach hinten getragen und weit raus hier an dieser Stelle. Christoph Stefan. Einen Fehler hat er geschossen beim letzten Schießen. Also insgesamt 3. Platz ist um die 50 rum. Christoph Stefan, 54. Ja, und da sehen wir Martin Fourcade, wie er hier ja immer noch springt. Und ja, ich befürchte, dass das eine ganz enge Geschichte oder vielleicht sogar deutliche für Martin wird, aber enge Geschichte für Andreas Birnbacher. Ja, aber das ist natürlich schon auch ein Ausdruck der Stärke mit einem Fehler gegenüber einem Andreas Birnbacher. Mein lieber Mann, der ist nach wie vor super in Form, der Martin Fourcade. Der Weltcup-Gesamtsieger zum zweiten Mal nacheinander. Und der quält sich hier ganz anders hoch, der junge Böll. So, rechts ab geht's da oben zum Schießstand. Und hier also mit Kliaschin Richtung Ziel. Klar, dass die russische Regie ihn länger zeigt hier vorbei an den Fans. Da haben sich die Reihen schon ordentlich gelichtet. Nicht, dass sie hier den Sieger verpassen. Zu früh gehen, den Berg hinunter. 34. Platz am Ende mit 2 Fehlern. Knapp 4,5 Minuten. Sein Rückstand. Sein Rastic. Schießergebnis. Dreimal hier gewesen, dreimal an den Scheiben verfehlt. Also insofern konstant geschossen, der 24-jährige Serbe Damir Rastic. Im Anschluss an dieses packende Einzelrennen auf der Olympiastrecke des kommenden Jahres erwarten Sie die Kollegen der Heute-Redaktion mit den neuesten Nachrichten und danach dann Hallo Deutschland. Aber wir wollen hier natürlich Martin Fourcade noch im Ziel sehen. Christoph Stefan kämpft, beißt. Er schaut wieder zurück, als würde er diesen Anstieg hier gar nicht gerne sehen wollen, der da noch vor ihm liegt, dieses Stück den Berg hinauf. Und auch hier sehen wir ein kämpferisches Gesicht. Sie ärgern, oh, er hat auch Probleme. Ja, ja, Lapschin hat Probleme, irgendwie Seitenstechen oder sowas. Ja. Das sieht schon eher schmerzverzerrt aus, das Gesicht. Und wir haben nochmal Ivan Jolla. Kämpft auch. Ja. So an der Körpersprache abzulesen, dass es nicht mehr ganz so leicht geht. Fällt ein wenig zurück. Mhm. War 6. jetzt ist er 8. Und Beatrix schießt eine sehr gute Runde. Und ich befürchte, dass hier die Zeit von Andreas Birnbacher schon langsam, aber sicher näher rückt. 16 Sekunden waren es. Oh, die Hälfte hat er. Ja. Die Hälfte nach der Hälfte der letzten Runde. Kleine Rechenaufgabe für Sie zu Hause. Was wird's im Ziel? Ja, was wird's im Ziel? Ei. Martin Fourcade versucht hier Andreas Birnbacher den Sieg zu entreißen. Seinerseits den 7. Saisonsieg zu landen. Er wird nicht müde. Das gelbe Trikot schon sicher am Leib bis zum Ende. Da gibt es die große Kugel in Hantimansisk. Der Lohn für eine wirklich starke Saison. Aber wer ihn kennt, der weiß, dass es ihm lieber gewesen wäre, wenn Emil Hegle-Svensson häufiger noch dabei gewesen wäre, nicht Oslo hätte auslassen müssen oder eben auch hier die Strecken von Sochi. Krankheitsbedingt, schwere Grippe, kann auch hier nicht antreten. Die Überlegenheit
in Zahlen ausgedrückt, dennoch bei Martin Fourcade, aber es ist einfach besser, wenn du es dann doch im Zweikampf bis zum Ende hinaus entscheiden musst. So, jetzt also im Ziel um eine Erfahrung im Weltcup reicher Johannes Denis Bö als 60. Ja, und ob er sich das so gedacht hat, will ich mal dahingestellt sein lassen. Oh, der läuft gut, der läuft so gut. Ich immer noch rund. Nein, das ist das Schaffen. Das können Sie selbst ermessen im Vergleich zu allen, die man so zwischendrin da mal sieht. Wenn du Andreas Birnbacher noch so im Gedächtnis hast, wie er daher gekommen ist, dann müsst ihr jetzt bei dieser Zeit schon vor ihm liegen. Schauen wir mal. Jetzt sehen wir die Zähne aber auch. Der kämpft schon, aber der weiß auch, worum es geht. Der kann auch. Vorteil hinten her, schau, jetzt ist er vorne. Jetzt ist er vorne, 3,4 Sekunden sind es. Rübergezogen hier mit allem, was er hatte über diesen Übergang. Es war schön zu sehen, kämpferisch bis zum Ende. Das macht den Sieger aus. Ja, alles klar. So, und der Andreas Birnbacher, da haben wir ihn, der schaut sich das hier an. Andi, macht nichts. War es das? War ein grandioses Rennen. So ein Mist, ja. Er soll sich nicht grämen, hat ein tolles Rennen geliefert, Andreas Birnbacher. Springt zum vierten Mal aufs Podest in diesem Jahr. Und momentan sieht es danach aus, als wäre es die zweite Stufe. Timofey Lapshin mit der Startnummer 105, 25 Jahre alt. Vergangenen Jahr sein Einstand in der Mannschaft. Da war er mal Zweiter im Sprint von Kontiolahti. Also, da ist er schon mal stark aufgetreten. In der russischen Mannschaft viele, viele gute Athleten, die da auch nachdrängen. Und Christoph Stephan, der hat es jetzt gleich geschafft. Also in die Punkteränge konnte er sich nicht reinarbeiten. Da waren die drei Fehler dann zu viel und die Strecke zu schwierig. Und da hinten rechts sehen wir Martin Fourcade. Rechts sehen wir Martin Fourcade. Ja. Der kämpft jetzt gegen Andreas Birnbacher. 3 Sekunden ungefähr waren es bei der letzten Zwischenzeit, die er Vorsprung hatte. Und Christoph Stephan sortiert sich hier ins Mittelfeld ein. Da geht's rum in Richtung Ziel. Auf die Zielgerade für Martin Fourcade. Und das sieht er hier, der Andreas Birnbacher. Er sieht das für ihn Unheil auf sich zukommen. Martin Fourcade. Unten links die Zeit von Andreas Birnbacher und die unterbietet der Franzose mit einer fulminanten Schlussrunde. Und da ist die Siegerfaust, die haben wir schon häufiger gesehen. Am Ende sind es 6,9 Sekunden, die er schneller ist als Andreas Birnbacher. So sieht der strahlende Sieger aus, Martin Fourcade. Gratulation an ihn, läuferisch durchgezogen, auch in der vierten Runde hat man gesehen, wie stark dieser Mann unterwegs sein kann. Und wirklich auch noch einmal Gratulation an Andreas Birnbacher für ein hervorragendes Rennen. Zum vierten Mal auf dem Podest in diesem Jahr. Zweiter also in diesem abschließenden Einzel und Martin Fourcade, ich habe es gesagt, auch der Sieger in dieser Disziplin, denn das war das letzte Einzel in dieser Saison und wir können mal hören, wie es Andreas Birnbacher so ergangen ist. Ja, erstmal geben wir die Glückwünsche natürlich gerne weiter. Gratulation zu einem tollen Rennen. Normalerweise ist es ja blöd, wenn man auf der letzten Runde noch abgefangen wird. Ist es diesmal und bei Martin Fourcade was anderes? Ja, schon. Also wie ich dann gesehen habe, dass die Schlussrunde dann rausgeht mit 17 Sekunden oder 16, habe ich schon gewusst, dass er mich wahrscheinlich noch holen wird. Meine Schlussrunde war nicht die beste heute. Ich habe in der zweiten Runde ein bisschen überzogen und das rechts hier auf der Strecke dann schon hinten raus. Das habe ich dann gemerkt und
Da weiß man dann, dass man so einen Mann schon abgefangen wird. Und was der dieses Jahr fabriziert von der Leistung her, muss man schon einen Hut davor ziehen. Und mit dem zweiten Platz super zufrieden, das passt. Wollte ich gerade sagen, das vierte Podest in dieser Saison, großartiges Schießen, völlig fehlerfrei. Wie schwer ist das, in den ersten Runden sich sozusagen im Zaum zu halten? Dass man sozusagen nicht dich völlig überdreht und dann am Ende gar keine Kraft mehr hat? Ja, das ist schon auf der Strecke noch wichtiger wie auf anderen Strecken, weil einfach die Anstiege wahnsinnig lang sind und wenn man da mal in einen hohen Laktat reinkommt, dann baut man den nicht mehr ab, weil die Abfahrten dann auch noch kurvig runtergehen und wirklich sehr schwer sind, dass man da die Oberschenkel oder so gut wie keine Erholung hat auf der kompletten Runde und von dem her muss man sich wirklich sehr gut einteilen. Wir haben auch eine Menge Stürze gesehen, einige Athleten, die sich gerade so noch im letzten Moment abgefangen haben. Hatten Sie auch so eine brenzliche Situation? Ja, vor mir ist einer aus dem französischen Team gestürzt und ganz kurz vor mir und da wird es immer knapp, dann, dass man dann um die Kurve rumkommt, weil es sowieso eng ist, die Kurve, dass man selber rumkommt und wenn dann einer drin liegt, dann wird es noch enger und ja, es war schon schwierig dann. Trotzdem unterm Strich würden Sie sagen, eine schöne Erfahrung bei aller Quälerei, die diese Strecke offensichtlich auch bedeutet? Ja, doch, definitiv, besonders wenn es natürlich so gut geht und ein super Rennen hat jetzt auf dem Podest. Hätte nicht besser laufen können für mich heute mit 4x0 und bin super zufrieden. So könnte es weitergehen. Das wünsche ich Ihnen. Bedanke mich ganz herzlich. Weiter geht's mit Christoph und Herbert. Ja, und das wünschen wir natürlich allen Athleten auch. Morgen ja hier ein Ruhetag. Übermorgen dann der Sprint, am Sonntag die Staffel, sodass man ein wenig zumindest zur Ruhe kommen kann. Mit der Regeneration scheint es ja hier schwierig zu sein, wie wir gehört haben, weil da muss man ja hier dennoch auf der Strecke trainieren. Und das ist der Sieger des Tages. Zum dritten Mal, auch das dritte Einzel, gewinnt Martin Fourcade. Also alle drei Rennen hat er gewonnen. Ein würdiger Sieger in dieser Disziplin. Zweiter Rang, überragend, Andreas Birnbacher. Bestes Weltcup-Ergebnis bisher für Serhiy Semenov auf dem dritten Rang. Das gleiche gilt für Benedikt Doll. Sechster Platz, gleich in die Top 10 reingerast beim zweiten Auftritt im Weltcup in dieser Saison. Also Gratulation noch einmal von dieser Stelle an den jungen Mann. 34. Arndt Peiffer, Florian Graf 41. Erik 48, Christoph Stephan am Ende 87. Ja, Martin Fourcade also am Ende 6,9 Sekunden vor Andreas Birnbacher. Und Andreas Birnbacher sagt, Martin Fourcade leistet wirklich Außergewöhnliches in dieser Saison. Ist dem irgendwas hinzuzufügen? Nein, er leistet Außergewöhnliches, klar. Er hat also, ich glaube, neun Siege, wenn ich richtig gezählt habe, in der Saison. Das ist schon heftig. Sieben Siege, das ist schon heftig. Und ja, genau, neun Sieger gab es und dazu zählt er dazu. Was macht ihn denn so stark? Ja, dass er sehr schnell läuft. Er hat auch heute wieder die schnellste Laufzeit gebracht. Ähnlich wie heute Morgen auch Daya Domracheva, die damit auch die Grundlage des Sieges gelegt hatte. Im Einzelrennen, wo man eigentlich sehr gut schießen muss. Und er hat nur einen Fehler gehabt. Und das war mit die Grundlage für ihn heute. Wer so souverän läuft, der kann sich da einen Fehler leisten. Und schade für Andy Birnbacher, weil das fehlerfreie Schießen, das muss man hervorheben. Nur acht Athleten haben es geschafft. Fourcade hatte nach dem dritten Schießen 30 Sekunden Rückstand auf Birnbacher. Dann kam das vierte Schießen, was er ja fulminant angegangen ist. Unglaublich schnell. Noch mal gucken. Auch ein Ausdruck des Selbstbewusstseins, hat schon Christoph Hamm gesagt. Das ist Ausdruck von Selbstbewusstsein, Selbstsicherheit, die dazugehört, aber auch ein Quäntchen Risiko. Das hätte auch anders ausgehen können, aber er ist zurzeit in dieser Erfolgswelle und man muss auch sagen, dass der Schießstand hier nach der leichten Abfahrt auch so ist, dass man dann schon eine gewisse Ruhephase hat, nachdem halt viel auf und ab geht. Und da muss man auch aufpassen, dass man nicht zu lange steht, weil dann geht diese berüchtigte Nähmaschine los, wie heute Morgen bei den Damen ja auch schon gesehen und dann haust du hinten raus was weg, wie bei Kaiser. Und für Andreas Birnbacher trotzdem großer Erfolg. In 24 Einzelstarts in seiner Karriere war es nämlich erst das zweite Mal, dass er auf dem Podium war im 20-Kilometer-Rennen. War 2006 schon mal Zweiter. Also ich denke, er kann richtig zufrieden sein mit diesem Ergebnis. Und Podium, das will schon was heißen. Und vielleicht ist es auch ein Fingerzeig dahin für die nächstes Jahr, für die Olympischen Spiele. Wer hier jetzt schon mal auf den Treppchen gestanden hat, der hat auch eine gute Erinnerung und weiß auch dann besser einzuschätzen, wo, wie funktioniert was. Und das gibt eine Selbstsicherheit. Das ist ja auch wichtig. Noch ein Wort zu Benedikt Doll, Rang 6, zweitbester Deutscher. Der hat auch gesagt, er konnte auf der Strecke sich ein bisschen an Andreas Birnbacher ranhängen und so ein bisschen Zeit gut machen. Auch von ihm eine richtig gute Leistung jetzt hier, nachdem er zurückgekommen ist. Also zwei Dinge, die waren sehr gut. Er hat hier auch gleich von Anfang an gesagt, auch auf die Fragen vom Fernsehen, wie ist die Strecke auch gut und so. Genau das muss man auch haben. Man muss auch, wenn die Strecke sehr schwer ist, positiv reingehen und sagen, okay, ich versuche das. Und auch im Schießen, er hat einen Fehler nur geschossen, richtig, nur einen Fehler. Und das zeichnet ihn eben auch aus. Und Erfahrung heißt nicht nur, dass man alt ist und Erfahrung sammelt, man kann auch, wenn man jung ist, mit einer gewissen Erfahrung ins Rennen gehen. Und das ist das Wichtige. Alles klar, Sven, vielen Dank.